fassungslos und sprachlos. Jeden Tag eine neue Tat von Rechten und von Faschos, geduldet vom Staatsapparat. Ein Übergriff, ein Kind bespuckt schon alltägliche Schlagzeilen. Es wird wieder weggeguckt, wenn sie sich daran aufgeilen. Tag X in der Bundeswehr, interessiert das gar kein mehr. Nazis bei der Polizei und es ist euch einerlei. Faschisten bei der AfD, Lübcke, NSU, Journalisten halten Morddrohungen und ihr schaut dabei zu. Oder ihr schaut einfach weg, wenn sie hier wieder marschieren. Und fragt da nur Schreck, ja wie konnte es passieren, dass hier wieder Menschen um ihr Leben bangen müssen und sich nicht trauen, was zu sagen, weil sie Angst haben vor Faschisten. Was erwartet ihr denn, wenn ihr immer wegschaut in eurer Filterblase, immer jeden Dreck glaubt? Wie viele Jahre soll man euch erklären, dass Faschos scheiße sind? Haben wir nicht schon mehr? Einzeltäter in Hanau, in München und in Halle. Waffen und auch Leichensäcke horten sie im Keller. Wehrsportgruppen und Vereine, Online-Versand und Nazischweine, finanziert vom Verfassungsschutz, geleckt von der Justiz. Auf Kuschelkurs mit Rechtsfaschisten, Patrioten, Nationalisten, in Tauchschuss und im Bildniveau labern sie die Leute zu. Und viele sind nicht abgeneigt vom Gedanken an das Vierte Reich. Ist hier wieder Menschen sterben, Bücher brennen, Blut auf Scherben. Ihr schaut einfach weg, wenn sie hier wieder marschieren. Und fragt an und Schreck, ja, wie konnte das passieren, dass hier wieder Menschen um ihr Leben bangen müssen und sich nicht trauen, was zu sagen, weil sie Angst haben vor Faschisten. Ja, was erwartet ihr denn, wenn ihr immer wegschaut in eurer Filterblase? Immer jeden Dreck glaubt, wie viele Jahre soll man euch erklären, dass Faschos scheiße sind? Und wenn sie sich vermehren, hier nun mal Menschen umbringen, was erwartet ihr denn?